Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein Pet Battle Achievement und zwar sind wir mal wieder unter Haustierkampf und dann Kämpfe drin und diesmal wollen wir uns hier den Erfolg Flugkämpfer von Zaralak Höhle anschauen und dafür müssen wir alle vier Meister mit einem vollen Team an 25er Flughaustier besiegen. Ich bin beim ersten Meister. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 65, 49. Und jetzt müssen wir mal kurz den NPC hier verteidigen. Ich werde schon wieder angegriffen. Ich zeige euch dabei schon mal mein Team, das ich habe. Und zwar habe ich einmal die Fellschwalbe. Dann haben wir Kupferrücken, Ätherwurm und Wilder Ätherwurm. Und die Spells, die wir skillen bzw. auswählen, ist hier 1. 1 und nochmal 1. Dann haben wir hier die 2, die 1 und die 2. Und dann haben wir hier die 2, die 1 und die 2. Und ich würde sagen, wir starten einmal durch. Als allererstes setzen wir einmal das Blenden ein. Damit ist er dann auch geblendet und vergiftet. Und jetzt können wir hier den nächtlichen Schlag einsetzen. Wenn er geblendet ist, trifft er zu 100%, macht 900 Damage. Haut also ordentlich rein. Und jetzt können wir im Nachgang dann einmal ein bisschen reinpicken. Das machen wir zweimal hintereinander. Also einmal. Noch ein zweites Mal. Dann kommt als nächstes hier dieser Feuerelementar rein. Wir machen weiter picken. Was anderes können wir eh nicht machen. Dann können wir als nächstes hier wieder das Blenden machen. Danach haben wir dementsprechend jetzt wieder den nächtlichen Schlag am Start. Dann machen wir weiter das Picken. Nochmal das Picken. Zweite Pet down. Jetzt kommt der nächste rein. Wir machen wieder Picken. Dann machen wir wieder blendendes Gift. Dann machen wir nächtlicher Schlag. Das Picken. Jetzt wird er uns wahrscheinlich eh verräumen. Ja, da sind wir einmal down. Und jetzt wählen wir eines von unseren Pets. Die haben beide dieselben Fähigkeiten. Wir hauen einmal den arkanen Sturm raus. Und damit ist er schon down. Wenn er da noch nicht down ist, könnte halt arkaner Spurt, Blendschlag und dann wieder von vorne das immer wieder weitermachen, ne, falls ihr da den noch nicht down habt an der Stelle. Gut, dann sind wir damit auch durch. So, dala, dann kommen wir zum nächsten Kampf und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 52, 66 und dort haben wir den Troll hinter mir und den möchte ich mit folgender Kombination besiegen. Mit dem Schattendorn-Jungtier, dann dem Watterküken und Sturmschwinge. Also, was haben wir für eine Kombination? Wir haben hier die 1, nochmal die 1 und nochmal die 1. Dann haben wir hier die 2, die 1 und die 2. Dann haben wir die 1, die 1, halt stopp, und nochmal die 1. Und dann würde ich sagen, legen Hallo. Wir einmal los. Halt, nee, ich möchte nichts kaufen, Später. Sondern ich möchte hier los Pet battlen. Und ja, das machen wir als erstes. Wir machen als erstes leeren Beben. Dann machen wir als nächstes die Schattenmimik. Dann switchen wir einmal das Pet und zwar switchen wir das jetzt hier zu unserem Watterküken. Dann machen wir einmal Pumpen an. Dann machen wir Herauszupfen. Dann hauen wir nochmal Pumpen rein. Dann kommt als nächstes der Rausch.
Dann machen wir nochmal den Rausch. Dann machen wir als nächstes hier mal Pumpen. Wenn wir Glück haben, überlebt es einmal noch. Sonst könnten wir auch die... Na, okay. Ah, nee, jetzt hat er hier die Geschwindigkeit. Okay, ich hätte doch noch Rausch machen müssen. Schade. Okay, das hat nicht mehr gereicht. Wäre besser gewesen, wenn wir einen Rausch gedrückt hätten. Aber gut, so ist das. Dann holen wir jetzt den Sturm, die Sturmschwinge rein. Dann machen wir jetzt als erstes den Donnerblitz. Dann machen wir den Alpha-Stoß. Ah, halt, stopp, der Ding ist abgelaufen. Also sobald sein Schutz abgelaufen ist, könnt ihr den Blitzschlag herbeirufen, reinhauen. Dann hätten wir jetzt eigentlich einmal früher schon machen können, aber egal. Wenn ihr die Schattenkralle geskillt habt, ist auch egal, ob ihr Schattenkralle oder Donnerblitz reinskillt. So, okay. Ja, das hat wunderbar geklappt. Dann zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Meister, und zwar Orlok. Den haben wir hier unten bei den Koordinaten 45, 81. Und gegen den wollen wir folgendes Team nehmen. Gorm Wurzelstecher. Dann haben wir den Gorm Hetzer und den Gorm Nadler. Und von den Fähigkeiten sind wir bei 2, 2, 2. Dann hier auch bei 2, 2, 1. Und hier sind wir bei 2, 2 und dem zweiten. Okay, dann haben wir soweit die Fähigkeiten. Dann starten wir mal durch. Wir kaufen Liebe. So. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben jetzt hier den Wutanfall. Den müssen wir ein bisschen timen. Und zwar setzen wir jetzt einmal den Wutanfall ein. Dann machen wir den großen Stich einmal drauf. Dann machen wir hier den Bisswund. Ist Wunde so rum. Dann können wir jetzt einmal swappen. Das ist halt die Frage. Ja, doch. Einmal. Machen wir den Wutanfall, dass wir weniger Schaden kriegen. Durchbohren. Großen Stich. Anfall rein. Drin. Na gut, der wird jetzt eh sterben. Können wir nochmal den Wutanfall reinmachen? Dann kriegt er jetzt den Dot ab. Er könnte auch passen oder nochmal Wutanfall rein. Vollkommen egal. Ersten wieder. Jetzt hier großer Stich drauf. Dann Bisswunde. Ah, shit, der hat uns weggekrittet. Das ist natürlich jetzt bitter. Machen wir einmal das Durchbohren. Großen Stich. Dort nur wieder alle. Stirbt der hintere, stirbt er auch, wenn wir Glück haben. Ah, er ist nicht tot getickt. Jetzt noch Bisswunde. Okay, ich bin gestunt, aber er tickt auch tot. Puh. Hatten wir jetzt ein bisschen Pech, dass wir weggekrittet worden sind. Also wir wollen halt immer gucken, dass wir quasi die Dots da drauf kriegen. Ah, es war jetzt mehr schlecht als recht, aber es hat halbwegs funktioniert mit der Combo. Gut, dann können wir zum nächsten. Dann sind wir beim nächsten Meister, und zwar bei der netten Blutelfin hier in der Höhle. Die befindet sich auf den Koordinaten 38, 49 und die Höhle können wir quasi hier von dem Weg aus betreten. Sobald wir da drin sind, also die ist jetzt nicht sonderlich lang, die Höhle, können wir uns folgendes Team zusammenstellen. Energieerfüllte Ätherwürm, Kupferrücken Ätherwürm und wilder Ätherwürm. Und ja, von den Fähigkeiten nehmen wir 1, 1, 1.
Dann nehmen wir hier 2, 1, 2 und da nehmen wir auch 2, 1 und die 2. Dann legen wir los und hier werden wir ein bisschen reiner gehen. Wir fangen an mit dem Arkanen Sturm. Der ist hier auch gut gegen die drei fliegenden Viecher. Als nächstes ziehen wir dann die Mana-Woge. Das ist quasi ein Spell, der ein bisschen, ein bisschen durchchannelt. Okay, das hat jetzt hier ein bisschen reingekrittet. So, der wird jetzt uns wahrscheinlich eh auseinandernehmen, weil der wird als nächstes den Kraftzug wirken und dann hat sich das. Also wir klicken jetzt mal den Arkanen Sturm, falls er verfehlt. Nein, macht er natürlich nicht. Ah nein, er hat nicht der hat hier den Laser eingesetzt. So, dann nehmen wir den zweiten. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie viel Leben er hat. Also, wir können jetzt eigentlich mit dem Arkanen Spurt ihn wegschotten. Das müsste reichen. Das wird er wahrscheinlich... Ah, wir haben sogar mehr Speed als er. Sehr schön, der hat uns gar nicht mehr erwischt. Dann können wir jetzt als nächstes hier Arkaner Sturm aktivieren. Machen wir den Blendschlag. Wir können nichts anderes ziehen. Nochmal den Blendschlag. Und dann noch ein drittes Mal oder auch nicht. Wir wurden weggekillt. Holen wir den letzten rein. Und jetzt ist es eigentlich vollkommen egal. Hauen wir einfach den Blendschlag drauf. Er hat eh kaum mehr Leben. Wenn er jetzt noch mehr Leben haben sollte, könnt ihr den Kraftzug draufhauen. Ne? 1200 Schaden. Danach könnt ihr zwar nichts mehr machen, aber wenn es ihn one-shottet, dann passt das dementsprechend auch. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dementsprechend alle Fliegenden abgeschlossen. Und ja, falls ihr die anderen noch sehen wollt, da mache ich auch noch Videos zu. Ich verabschiede mich für die Aufnahme und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.